Wir leben Wrestling. Roman Reigns trifft auf Riddle. Nachdem Riddle sich bei SmackDown in einem Match gegen Sami Zayn eine Chance auf die Undisputed WWE Universal Championship erkämpft hat, meldete sich Roman Reigns über Twitter zu Wort. So zeigte er seinen Frust darüber, dass er nun extra seine Privatinsel verlassen müsse, um Riddle zu besiegen. Das Match soll diese Woche bei SmackDown stattfinden und wird Reigns erste Verteidigung seit WrestleMania sein. Interessante Randnotiz: Riddle hatte letztes Jahr real mit Backstage-Heat zu kämpfen, nachdem er Reigns öffentlich angegriffen hatte. Laut Riddle selbst hatte Randy Orton ihm dabei geholfen, einen Entschuldigungsbrief an Reigns zu schreiben. Paige muss WWE verlassen. Paige verriet am Freitag auf Twitter, dass ihr Vertrag bei WWE am 7. Juli auslaufen wird. Ihr Vertrag werde nicht verlängert. Sie bedankte sich bei WWE für die Chance und bei ihren Fans für die Unterstützung, kündigte aber an, in Zukunft nochmal in den Ring steigen zu wollen. Paige hat seit 2017 kein Match mehr geworkt. Durch eine Nackenverletzung erhielt sie beim Marktführer keine Ringfreigabe mehr. Zack Sabre Jr. will Bryan Danielson bei Forbidden Door. Nach dem New Japan Event Dominion enthüllte Zack Sabre Jr. in seiner Post-Match-Promo, dass er bereits subtile Nachrichten an Danielson gesendet habe. Damit sei jetzt aber Schluss. Sabre forderte Danielson direkt heraus. Danielson werde herausfinden, dass nicht er selbst, sondern Zack Sabre Jr. der beste technische Wrestler der Welt sei, wenn Danielson mit ihm in den Ring steige. Achtung, es folgt ein Spoiler zu New Japan Pro Wrestlings Dominion. Jay White ist neuer IWGP World Heavyweight Champion. Er besiegte Kazuchika Okada im Main Event von Dominion nach dem Blade Runner. Nach dem Kampf sendete White eine Nachricht an Hangman Page. Dieser hatte den ehemaligen Champion Okada zu einem Match bei Forbidden Door herausgefordert.